Mehr Leichen liegen herum. Und das ist der Schild, der Preis, den sie alle suchen. Es ist eine Prüfung, genau wie Kurianka gesagt hat. Der Pfad von Hurakan, Gott des Windes und der Stürme. Conquistadores. Sie sind weiter gekommen als gedacht. Möge der Allmächtige in seiner unerschöpflichen Gnade die Seelen dieser treuen Männer segnen und sie an seiner Seite ins ewige Paradies aufnehmen. Sie haben mir gut gedient und ohne ihre Unterstützung hätte ich mit Sicherheit niemals erblickt, was die Paitizianer den Schild des Ehrenschöpfers nennen. Ich bedauere es darum sehr, dass ich sie im Rahmen meiner wieder erstarkten Verpflichtung gegenüber meiner heiligen Mission ihrer letzten Belohnung zuführen musste. Das Geheimnis, das der Schild mir offenbarte, kann ich niemandem außer mir selbst anvertrauen. Also ließ ich es zurück und erfüllte nach meiner Rückkehr mit meiner Eskorte in aller Demut meine Pflicht. In Gottes Namen, Amen. Die Brücke ist bestimmt durch ein Erdbeben eingestürzt.
Sie konnten die Tür nicht öffnen, also haben sie gesprengt. Thank you.
Der Wind hat die Strukturen über Jahrhunderte geschaffen. Seile werden hier nützlich. Das Charles Blitzaxt sein. Der Wind hat die Strukturen über Jahrhunderte geschaffen. Der Wind hat die Strukturen über Jahrhunderte geschaffen. Könnte das Charles Blitzaxt sein? Der Schild ist weg. Jonah! Lara, was ist los? Gib mir Koryanka. Koryanka. Der Schild ist nicht mehr da. Dann hat Amaru ihn schon. Er würde nicht riskieren, ihn in die Stadt zurückzubringen. Er muss noch tiefer im Berginneren sein. Okay, ich suche danach. Hierin ist das Ritual der Priesterweihe verzeichnet, von dem Koryanka sprach. Während der Säuberung nach den Katastrophen kommt die Sonnenfinsternis. Öffne mit dem Schlüssel von Chakchel die Schatulle und nimm Kukulkans Energie in dich auf. Das ist genau hier, wo ich jetzt stehe. Es zeigt den Schild des Ehrenschöpfers, wie er auf seinem Ständer ruht.
Das war zu knapp. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Ubel chakikale pechaktap tumenik shulil kolel. Matushanta luku chulle ishkebano. Meine furchtlose Koryanka. Die Suche nach dem Schild muss warten. Ezli wurde ergriffen und wird in der alten Kaserne gefangen gehalten. Ich hole ihn mit einem Trupp heraus, aber du musst uns den Weg öffnen. Du kennst dich dort viel besser aus als jede andere Person. Lara Croft, die Fremde, von der ich dir erzählt habe, wird uns ebenfalls helfen. Ich mag sie, Koryanka. Wir können ihr vertrauen. Pass auf dich auf. Da ist eine Sonnenfinsternis und hier Feuer, Wasser.
Das sind die Katastrophen. Die Säuberung. Kaiser Sinchi Chikwa steht am höchsten Punkt der Stadt. Unter ihm sind Hunderte von Menschen versammelt, zusammengedrängt unter dem Schild. Er erschafft die Welt neu und leitet damit die nächste Ära ein. Chili, ich will keine Sacholal. Waku kulkan muchaik kachi. Du schul sakutso, ma du beita du wokesi kimbai. Du chesh. Ketsa mukesh, winkilal, jetel winkulal. In wochen. Lito Poleche, tu men weyantin wetel kukulkan. Es gibt irgendwo einen Zugang. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen.
ein Zugang sein. Ich muss vorsichtig vorgehen. Jonah, Koryanka hatte recht. Der Kult hat den Schild tiefer in den Berg gebracht. Koryanka, Lara hat ihn. Der Schild des Ehrenschöpfers. Ich wusste es. Er ist wunderschön. Findet sie! Verdammt. Lara, was ist?
Hier ist jemand. Die Legende ist also wahr. Der Schild des Ehrenschöpfers existiert. Obwohl mich der Gedanke schmerzt, darf dieses Wissen Onorato nie zu Ohren kommen. Wenn sie wüsste, dass Shinji Chikuas Schild hier ist, könnte ihr das den erforderlichen Mut geben, um Sairis Stelle einzunehmen. Ich weiß, dass sie bereits Pläne gegen mich schmiedet. Wir sollten gemeinsam um Sairis Tod trauern, als Familie. Stattdessen intrigieren wir gegeneinander. Ich wünschte, es wäre anders. Wirklich. Ich hab wohl keine Wahl. Scheiße, da sind noch mehr. Scheiße. Croft! Diese Kakerlake stirbt einfach nicht. Sie hat den verdammten Schild! Knallt sie ab! Thank you.
vernichten! Hoffentlich waren das alle. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Dafür habe ich nicht genug Platz. Ich muss zurück zum Dorf. Alles klar, ich bin da. Du hast es geschafft. Der Schild des Ehrenschöpfers, er ist... Was ist? Das Ritual. Das Gewebe opfern? Nein, nicht das Gewebe. Das Schicksal. Und opfern kann auch erschaffen bedeuten.
Traditionell hieße das, wir können alle das Schicksal erschaffen. Genau wie ich dachte. Schau dieses Symbol. Vorfahren. Aber kann es nicht auch Hochstapler heißen? Doch, genau das will Amaru. Den Beweis, dass jeder das Schicksal erschaffen kann. Nicht nur Nachfahren des ersten Kaisers. Du hast recht. Das darf nie jemand sehen. Die Wahrheit würde Unuratus Glauben erschüttern. Die Rebellion wäre in Gefahr. Das würde nur Amarus Überzeugung stärken, dass er die Welt neu erschaffen soll. Lara, wir müssen ihn zerstören. Es muss einen anderen Weg geben. Aber die Wahrheit bliebe nicht ewig verborgen. Du hast wohl recht. Also zusammen. Als Schwestern. Zusammen. Trotzdem hast du bei der Beschaffung des Schilds großen Mut bewiesen. Ich erhielt diesen Bogen beim Beitritt zu den Geschorenen. Weiche niemals im Kampf zurück. Das ist unser einziger Schwur. Du bist heute im Kampf keinen Schritt zurückgewichen, Lara. Du hast das Herz einer Geschorenen und es wäre mir eine Ehre, wenn du den Bogen behältst. Koryanka, das ist... Mir ist es eine Ehre. Danke. Ist das der Schild? Ich will gar nicht wissen, warum ihr ihn verbrennt. Ich bin froh, dass du zurück bist. Mal wieder. Ich hab gesagt, das ist kein Spielzeug. Was ist das? Das ist meine neue Trophäe. Sie war Amarus wertvollster Besitz. Er hat sie um den Hals getragen, damit sie nah an seinem Herzen ist. Aber du konntest sie stehlen. Ich musste. Weißt du, was das ist? Ein Verschlüsselungsrad. Eine kodierte Nachricht. Ja, und wenn Amaru sich die Mühe macht, eine Nachricht zu verschlüsseln, müssen wir wissen, wie diese Nachricht lautet. Darf ich's versuchen? Vielleicht führt der Code zum Ort der überfluteten Unterwelt. Auf dem Maya-Kreuz kommt das Wasser vom Süden. Und Süden steht für die Farbe Gelb. Straße, Berg, Himmel, Osten. Das könnte es sein. Die Ausrichtung der Symbole weist auf einen möglichen Ort hin. Sagt dir das irgendwas? Bergstraße, Himmelstraße, Ostberg? Ja. Amaru und seine Familie lebten nicht weit vom östlichen Berg entfernt, als er klein war. Also kennt er die Gegend sehr gut. Der ideale Ort für ihn, etwas Wichtiges zu verstecken. Ich sag dir dann, was ich finde. Ich bin schon sehr gespannt. Das Symbol in der Mitte bedeutet Ort der überfluteten Unterwelt. An oberster Position steht das Symbol für Pyramide. Und die sichtbaren Symbole von oben im Uhrzeigersinn sind Neu, der schreibt, Feuer, Straße. Musik.
Mit Gelb im Süden lauten die sichtbaren Symbole Straße, Berg. Der Kult wird ganz high sein. Verzeihung. Ja? Ich würde gern wissen, ob du schon lange hier wohnst. Mein ganzes Leben. Also wirklich sehr lange. Dann kanntest du Amaru schon, als er noch klein war. Ob ich Amaru kannte? Ja, das kann man sagen. Und seinen Bruder auch. Amaru war der Ältere, ruhigere, fleißigere. Beide waren vom Unbekannten fasziniert und wollten die Welt um sich herum entdecken. Sairi war dabei der Forscher, der Abenteurer und Amaru der Gelehrte. Zusammen waren sie unschlagbar. Jeder spornte den anderen immer weiter an. Sie standen sich also nah. Sie waren unzertrennlich. Alle Brüder streiten mal. Aber bei den beiden dauerte das meistens nur ein paar Minuten. Und danach wurde ihr Band immer noch stärker. Und andere Menschen? Sie ließen keinen an sich ran. Es war ein Spiel für sie, Geheimnisse zu haben. Mit Geheimversteck, eigenem Code, einfach alles. Ein Versteck? Ja, ich weiß nur, dass sie immer klettern mussten. Tut mir leid, ist ewig her. Wie haben sie es genannt? Die Himmelsstraße? Das ist es. Die Straße zum Himmel. Ich würde sie gern sehen. Hast du vielleicht eine Ahnung, wo sie sein könnte? Oh, wie du sicher bemerkt hast, bist du hier am Fuß eines Berges. Da muss man klettern. Tja.
Tambeyo. Chen Bash Kualike, Martinatic Bash Hatch Cabetti Amaru. Bash Hatch Cabetti, Awoke Guabasho, Sokubeti Lemak, Yoksalek no Kaka, Beyo, Mao Wokeli, Tumengua Wokele, Hela Chanchi, Portike. Timbuyak jalele kuchil tsone mashanu kabetalti le piskinov kutalobo. Sunak le chomakobo? Mishbeki. Achku satalob tulakalil. Matu yabil kinsili. Hach hach, utz tutanov uchik pachal tiet. Batelesh! Salam! Batelesh, ulakobo! Imbulinkat huakumeyat. Batelesh! Tzopu sabikuma! Wey! Upisanel ya no sige sikto umben yo. Timbuyak jalele kuchil tsone mashanu kabetalti le piskinov kutalobo. Sunak le chomakobo? Mishbekin hachku satalob tulakalil. Matu yabil kinsili. Hach hach, utz tutanov uchikpajal yetel uhasikuyol le satal olobo. Tanta la tukultikesh, kimpatanol kananil güeye. Taglekenu het samaru tsoku pistale. Jambash kunuchul, hatskin güeyik. Hatshah bastin güeyak, yola la maru. Awoj el yola le wal wol suk umansike. Janmash ojoltek. Le katu yilaje, hop, u, mistupachtal igualik. Telo, kimeses leis chok es bajo. Es sabab walkila, peyo que lucha y concilia el Kukulkan.
Zabaish at Sone Shetanil Kubin. Kein Wunder, dass Amaru es so gut bewachen ließ. Das ist Zairis Grab. Da ist eine Inschrift. Auf Latein. Ich werde nie wieder zögern. Was das wohl bedeutet? Da ist auch ein Schlüssel. Okay, versuchen wir Rot im Norden. Tanz, Baum, Wasser, 9. Es bedeutet auch viele. Tanzendes Wasser bei vielen Bäumen.
Ich glaube, ich weiß, worauf diese Beschreibung passt. Dieser Schlüssel wurde mit Zahiris Leiche. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Dominguez hat Unuratu.